Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi. So, ich hatte mir hier ein bisschen Holz gehackt. Schöne Schwarzreiche. Und hätte gerne noch ein paar Setzlinge. Gucken. 7 Stück, ein brauche ich noch. Könntest du bitte eventuell so einen vielleicht noch für mich abwerfen? Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Holz hier mitnehmen. Ich wollte eigentlich nur Schwarzeichen, Setzlinge haben. Aber sie gibt nicht mehr her. Ja, Ton habe ich gefunden, Schweine habe ich gefunden, ich habe Schwarzeichen gefunden, alles im letzten Video und bin richtig glücklich. Vor allen Dingen über die Schwarzeiche. Ich benutze die eigentlich sehr, sehr gerne. Ach komm, sei nicht so zickig. Zickige Schwarzeiche. Da kann ich schon nichts mehr einsammeln. Apfel haben wir noch. 8 Stück. Sehr schön. Oh, Pfefferminze. Ein Snack. Gut. Kühe auf dem Baum. Yay. So, ich werde mal hier ein bisschen was ausmisten. Und zwar möchte ich den Kohlrabi nicht und das nicht und das Radieschen nicht. Und den brauchen wir, glaube ich. Für Kochrezepte, wir werden ganz schöne Dinge kochen und zwar ganz einfach und schnell. Und ich habe hier vorhin ein Babyschweinchen gesehen. Da ist das Babyschweinchen. Kuckuck. Lauf nicht in die Lava. Voll putzig, dieses Schweinchen. Ich liebe die. Wir könnten uns auch noch so eine Orchidee mitnehmen und uns von den Bienen stechen lassen. Nein. Und die Dinger liebe ich ja auch immer. Sehr schön. Ordentlich was einsammeln. Ich weiß, das ist langweilig für euch, höchstwahrscheinlich. Aber das ist mir egal. Ihr könnt weiterspulen, ich nicht. Seht es mal so. Nee, 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 nee. So. Haben wir doch ordentlich was. Problem ist nur, dass man den Lehm ja irgendwie wieder zusammenfügen muss. Nee, das ist ja bei Ziegeln so. Ach, ich verwechsel das immer. Aber das wäre ja auch eine coole Wand, glaube ich. Rote Ziegel. War hier gerade ein Enderman? Ich höre ihn. Jetzt muss ich mal schauen. So, Taschen sind voll. Müssen wir wieder nach Hause. Ich würde noch viel mehr mitnehmen wollen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf der Karte das mini-winzige Sumpfbiom. Ist nicht sehr ergiebig. Hier hinten geht es höchstwahrscheinlich auch nicht weiter, weil da fängt ja die Wüste an. Oh, hier haben wir noch feuchten Garten. Okay. Können wir aber nicht mehr mitnehmen. Das heißt, wir müssten dann vielleicht irgendwann mal wieder mit Rucksack und so wieder hierher tigern und dann können wir ein paar Sachen mehr einstecken. Ich freue mich schon tierisch drauf. Schweine mitnehmen. Ja, ich habe jetzt nur eine Mohrrübe. Ich würde mir eigentlich lieber gerne dann eine Leine basteln. Ich würde sagen, wir kommen demnächst nochmal hierher. Mit einer Leine. Und dann nehmen wir uns die Schweine an der Leine mit. Mit einer Möhre wird das, denke ich, Jahre dauern und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das habe ich ja schon einmal mit den Kühen durch. Das hat mir ehrlich gesagt gereicht.
Wir haben so viel Sachen vor, Leute, das ist echt Wahnsinn. Den Wüstentempel schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Aber ich schätze mal so in etwa. Wo bin ich denn? Da. Darüber, alles klar. Den Wüstentempel wollen wir uns anschauen. Wir wollen die Schweinchen mitnehmen. Wir wollen, ich glaube, ich gehe hier mal ein Land lang. Auf jeden Fall noch in die Höhle, die sich unter meinem Haus befindet. Und da ist schon irgendwas compressed. Ich habe Angst. Ich will da nicht hin. Dem sind wir vorhin schon begegnet. Ja, das Haus wollen wir umbauen. Einen Stall wollen wir bauen. Huch, da ist mir direkt eine Biene vor dem Gesicht rumgeflogen. Habt ihr das gesehen? Ja, wir können uns Bienen züchten. Felder will ich noch ein bisschen anlegen. Meine Küche ausbauen. Wahnsinnig viel zu tun. Und ich möchte auf jeden Fall ein bisschen die Landschaft erkunden. Das mache ich ja auch immer ganz gerne. Habt ihr ja gerade gesehen, das war hier allerdings nur ein kleiner Ausflug. Und wir hatten echt Glück. Ein neues Biom gefunden. Na, Hase, rennst vor mir weg? Renn doch in die andere Richtung. Das war ein blödes Viech. Ja, so ist das. Habe ich Kakteen? Ich weiß es nicht. Aber wir können eh nichts mehr mitnehmen. Aber ich muss jetzt gleich wieder Heuer machen. In der Wüste und da ist nachts so kalt. Und hier sind Monster, da kann ich eh nicht schlafen. Ich könnte auch mal ein bisschen rennen. Dann sind wir ein bisschen schneller zu Hause. So, ich werde mal hier mein Bett aufstellen. Kuckuck, ich will schlafen. Danke. Buh, es war kalt. Oh. Noch keine Kraft, ich kann noch nicht hier hochhopsen. Habt ihr das gesehen? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja. Es ist irgendwie, glaube ich, gar nicht so weit weg, ne? Und wenn man rennt, sowieso geht alles viel schneller. Aber meistens vergesse ich es. Ich gehe immer durch die Gegend. Ich renne kaum. Weiß nicht warum. Hier darf ich nicht so sehr viel rennen, weil hier geht es teilweise ja ziemlich tief nach unten. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich soll es ja nicht gleich zerreißen hier. Ja, vor allen Dingen mit den vielen tollen Sachen, die wir hier eingesammelt haben. Das wollen wir ja nicht. So, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ich hoffe. Ja, sieht ganz gut aus. Wow. Ich und mir einen Weg merken? Irre. Ein Pilz? Pilze im Akazienbiom? Das ist aber komisch. Oder ist das nicht komisch? Ich weiß es nicht. Also ich finde es irgendwie komisch. Oder habe ich die da hingepflanzt irgendwann mal? Ich weiß es nicht. Guten Tag, Schaf.
Und jetzt mit Schwung in die Schlucht. Oh, da sitzt ein Huhn drin. Eisen, Kohle, yay, alles da. Holen wir jetzt aber nicht raus, weil kein Platz. Kein Platz in den Taschen. Können wir später immer noch machen. Hier kann ich, glaube ich, noch rennen. Ich glaube, hier gab es keine Löcher im Boden, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, muss ich halt stark bremsen. Hier fehlt ein Block. Ich vermute mal, irgendein Enderman hat den mitgenommen. Einfach so geklaut. Machen die ja gerne mal. Ich hoffe, dass er den irgendwo sinnvoll wieder platziert hat. So. Guten Tag. So, jetzt müssen wir erstmal die Ausbeute wegräumen. Und zwar erstmal das Holz. Ja, das Birkenholz hätte ich ja jetzt auch nicht so dringend benötigt. Ja, und jetzt müllen wir natürlich hier die Truhe wieder voll. Ja, die Möhre hätte ich auch da lassen können. Weil wir haben ja Mohrrüben angebaut. Die hatte ich ja jetzt eigentlich nur für die Schweine angedacht. Aber die habe ich ja jetzt nicht mitgenommen. Weil zu kompliziert. So, eine einzige Orchidee. Die kann man, soweit ich weiß, nicht mit Knochenmehl vermehren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das Knochenmehl? Die großen kann man vermehren. Das zeige ich euch gleich. Nee, da, bei der geht es nicht. Bei den Pflanzen oder Blumen, die zwei Blöcke hoch sind, also sprich die rosanen Sonnenblume, alles klar. Das ist keine Sonnenblume, das ist eine rosane Rose. Und das ist eine rote Rose und das ist Flieder und Sonnenblumen gibt es auch, die habe ich aber nicht. Ja, da kann man praktisch, wenn man da einmal Knochenmehl drauf streut, könnt ihr da sehen, dann fällt ein Ableger ab. Und somit kann man dann die zweistöckigen Blumen vermehren. Orchideen kann man nur vermehren, indem man im Sumpfbiom Knochenmehl auf die Erde streut. Und wenn man Glück hat, wächst dann da gerade eine Blume, also eine Orchidee. Ist aber halt nicht immer so. So, hier haben wir Lehm. Weiß. Moment, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Geht das so? Nein. Was ich auch überhaupt noch nicht hier gefunden habe, ist ein Lehmbiom. Oder was gibt es noch? Lehmbiom? Was war denn noch so selten? Ein Dschungel zum Beispiel. Absolut noch kein gefunden. Was ich sehr, sehr schade finde. Und ich schätze mal, da werden wir auch in naher Zukunft nicht drauf stoßen. Leider. Leider, leider. So, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir als nächstes? Die Pflanze nach draußen setzen. Die gehört hier nicht rein. Zack. Und dann gucken wir nochmal nach unserem Holzfäller. Da sind 44 Stück drin. Und ja, da haben wir auch noch was. Ist nicht viel gewachsen an Bäumen, vermute ich mal, weil ich zu weit weg war. So, und jetzt würde ich gerne, ach, das hatte ich ja gesagt, das mache ich dann mal offline, also ohne Aufnahme. Aber ich könnte, soll ich die Tür mal versetzen? Ich werde mal die Tür versetzen. Könnte ich die nicht hier so mittig rein? Nee. Da bin ich auch echt am Überlegen, was ich da oben für einen Block reinsetze. Erstmal ein Stein. Ich habe echt gerade überlegt, ob ich hier so einen Balken lang ziehe, aber das wäre mir jetzt wieder zu viel Arbeit, denke ich. Dann hätte ich nämlich das Problem mit diesem einen Block hier oben nicht. Denn die Küche möchte ich nicht aus Eichenholz bauen. Also die Wand von der Küche. Weil dann ist hier überall Eiche. Decke, Fußboden, Wand. Das geht nicht. Das kann man nicht machen.
Aber mir wäre, glaube ich, da in der Höhe ein Balken zu niedrig. Und schon steht sie an der Truhe, um es auszuprobieren. Ja. So ist das. Eigentlich würde der Balken eher hierhin gehören. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich noch mal ein neues Haus bauen. Oder ich? Ich probiere es jetzt einfach aus. Und weiß jetzt schon, dass es mir nicht gefallen wird. Na komm her, kleiner Block. Sehr komisch, sehr komisch. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Nein, ich habe beschlossen, dass mir das nicht gefällt. Also wieder Holzplanken rein oder Holzbretter, wie man auch immer meint. Ich habe natürlich jetzt hier Tag der offenen Tür für Monster. Das ist nicht so angenehm. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall hier. Oder ich mache so einen Türrahmen drum aus irgend. Ja, das wäre eine Idee. Das könnte man mal ausprobieren. Muss ja jetzt nicht aus Stein sein, kann man ja auch ein anderes Material nehmen. Ich habe ja noch ganz viele andere Blöcke dabei zur Auswahl. Ja, ich denke, da wird mir schon irgendwas einfallen. Das machen wir als Rahmen. Hier kommt, wird das ja auch noch breiter, die eine Wand hier. Und da hinten wird das Haus noch rausgezogen. Und vielleicht kann ich hier auch noch einen Anbau machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, denn dadurch, dass es hier unten größer wird, wird es ja oben auch größer. Bedeutet also, dass wir oben auch noch Platz haben. Hier unten können wir dann eine Küche rein und eine Sitzecke. Und oben vielleicht auch so eine Art Wohnzimmer. Schönes großes Glasfenster hier noch rein mit Blick auf das Meer oder wie auch immer. Und einen kleinen Schlafbereich, das reicht ja völlig aus. Das muss ja alles nicht so riesig sein. Ich werde noch mal schnell das Holz wegbringen und dann schleunigst ins Bett hüpfen. Ja, also mir hat der Ausflug gefallen und wie gesagt, demnächst werden wir dann auf jeden Fall noch Schweine uns holen und anderes Getier. Aber dafür möchte ich erstmal den Stall fertig haben. Sonst baue ich hier erstmal ein Gatter und dann noch einen Stall und so weiter. Also kommt auf jeden Fall alles noch. Aber geht halt nicht so schnell. Ich verabschiede mich aber heute von euch. Wünsche euch alles Gute. Bye bye, bis demnächst. Eure Nizi.